Herzlich willkommen zu unserer Schweden-Rundreise, Vlog Nummer 29. Ein Zelt mit Heizung wäre cool, ja. Da sind wir wieder am Eingang tiefer ins Nationalpark. Gibt ja mehrere Eingänge. Ich blende ein, wie er heißt, bevor ich mich dreimal verspreche hier mit dem Namen. An derselben Stelle standen wir schon mal vor ein paar Wochen. Damals sind wir die rote Runde gelaufen. Jetzt mache ich gleich, bevor ich wieder vergesse, die Komoot Wander App an. Jetzt laufen wir die blaue. Die ist ein bisschen länger. Noch cooler ist wahrscheinlich die um den See führt. Kannst du machen? Ich hab den Schlüssel. Hab alles. Hast du auch ziemlich. Die Hundeleine? Nee, die musst du mitnehmen. Hundeleine müssen wir mitnehmen. Im Nationalpark müssen Hunde eingeleint werden. Wir machen es oft nicht, weil der Murphy direkt bei mir läuft. Also der guckt nach mir, wir haben ja keinen Jagdhund. Ich will es nur nicht in jedem Video immer wieder sagen oder sowas. Natürlich gehört der Hund hier angeleint. Bei fast jeder Rasse würde ich es auch auf jeden Fall machen und empfehlen. Aber dieser Hund hat null Jagdtrieb und null Interesse, durch die Pampa zu laufen. Der läuft maximal 10 Meter entfernt von uns. Sag dazu, dass du ihn teilweise noch bitten musst, dass er läuft. Ja, genau. Also ich muss ihn noch bitten, dass er doch bitte 2 Meter weiter vorläuft und mir nicht auf den Füßen rumläuft. Ja? Also das ist der Grund, warum der hier bei uns freiläuft. Das ist, wer noch Fünfländer schon mal hatte oder kennt, der weiß es eigentlich. Okay, gut. Los geht's, würde ich sagen. Viel Spaß bei der Wanderung. Tiveden war so wild und unzugänglich, dass die Menschen in alten Zeiten vermieden haben, den Wald zu durchqueren. Hier gab es nicht nur Räuber, sondern auch seltsame und gefährliche übernatürliche Wesen. Man merkt schon, dass es heute Nacht extrem geregnet hat, denn die Wege sind hier am Anfang schon doch sehr matschig und die Wurzeln sind dadurch natürlich auch sehr rutschig. Also da muss man doch ein bisschen vorsichtiger hier lang gehen, denn der Weg, wie üblich, wer schon ein paar Wandervideos von uns gesehen hat, die Wege, die gehen hier halt wirklich kreuz und quer mitten durchs Gelände. Also das ist kein angelegter Weg jetzt hier oder sowas, sondern das ist ein Trampelpfad, der über alle Steine, Wurzeln, Stöcke, Felsen geht. Und da schlägt man sich sozusagen fast durchs Gelände hier durch. Also da ist man auch so ein Kilometer in dem Stil, dauert dann ein bisschen länger als sonst ein Kilometer. Damit muss man rechnen, wenn man die Kilometerangaben hier auch sieht, wenn man da sonst so denkt, ey Mensch, hier 5 Kilometer, das bin ich ja in einer Viertelstunde gelaufen. Also bei dem Gelände hier braucht man doch ein bisschen länger. So, jetzt komme ich gerade an die eine Stelle. Da sieht man so ein bisschen, was ich meine. Das Steile sieht man ja meistens nicht, aber das geht hier wirklich so hoch. Mir, Achtung, rutschig. Der Stein auf. Hier in dem jetzigen Nationalpark sind wohl lange Zeit kaum Menschen sesshaft gewesen. Aber von den Höfen in der Nähe ist man gekommen, um Bauholz und Feuerholz zu sammeln. Und der Wald wurde niedergebrannt, um fruchtbare Felder zu bekommen. Man hat auch das Vieh hier weiden lassen. Natürlich gab es Fleisch und Felle aus dem Wald und Fisch aus den Seen. Die Erde war jedoch mager und schwer zu bearbeiten. Ach, ich freue mich so, dass wir jetzt doch nochmal die letzten Tage so eine richtig schöne Wanderung im Nationalpark hier machen. Ihr habt es ja gemerkt, mit den Kindern am Anfang war die Tour irgendwie so ein bisschen besser geplant und abwechslungsreicher mit Wandern, Freistehen, Campingplatz. Jetzt am Ende habe ich mit Caro so ein bisschen mehr die gemütliche, mehr Campingplätze Runde gewählt. Aber ich habe das doch irgendwie vermisst,
Und deshalb so die letzten Tage jetzt hier nochmal so eine schöne Wanderung durchs Grün hier, durch die Felsen. Wir haben wieder da oben ein herrliches Wetter. Heute Nacht geregnet wie die Sau und jetzt ist die Sonne wieder rausgekommen. Also super. Jacke habe ich jetzt auch schon ausgezogen, also Temperatur zum Laufen ist perfekt. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Machst du? Guck kleiner, mal, der Mathe ist. Kleiner Quatschzwerg. Ich habe keinen Rucksack. Warum hast du keinen Rucksack? Weil du heute Morgen hingefallen bist. Ja, und auf den Rücken ausgerutscht bist, ne? Und eine Wunde hast. Im 16. Jahrhundert zogen Finnen hierher. Sie hatten Erfahrung mit der Schwendewirtschaft. Der Wald wurde abgeholzt, Feuer sorgte für Asche und es gab ein paar Jahre lang genug Nährstoffe für Roggen- und Rübenanbau. Um die wilde Landschaft verstehen zu können, müssen wir uns allerdings 1000 Millionen Jahre zurückdenken. Während der Kontinentalverschiebung ist das Gestein zersprengt und es sind Verwerfungen entstanden. Dabei bildete sich der sehr tiefe Wetternsee. Damals ist auch die dramatische Landschaft, die sie rundum sehen, erschaffen worden. Man kann erkennen, wie der Granit gespalten ist und tiefe Täler entstanden sind. So entstand Tivedens wilde Landschaft mit Bergen, Tälern und gigantischen Felsblöcken. Also das ist ja so schön, wie hier heute die Sonnenstrahlen durchscheinen, durch die Bäume, auf die Felsen. Dann ist ja da noch von dem Regen so ein bisschen, ja, Tau ist es ja nicht mehr, ist ja erst beim Morgentau, aber so vom Regen sind ja noch so nasse Tröpfchen überall, ist alles noch feucht hier, es trocknet ja hier alles nicht so schnell in diesem dichten Wald. Und wenn die Sonnenstrahlen dann da drauf fallen, dann glitzert und leuchtet das so alles über diese grüne Heide hier, über diese Blaubeersträucher. Das ist fantastisch, also wirklich, es kommt ja auf keine Aufnahme so rauf. Und ja, was ja auch man immer im Video nicht so hört, sind die Vögelchen, die zwitschern. Das ist jetzt sehr auffällig hier, finde ich, in dem Nationalpark. Sonst ist es oft total ruhig, ganz still. Aber hier sind ganz viele Vögelchen, die zwitschern. Und es riecht so unheimlich nach diesem, nicht nur Wald, sondern dieses feuchte Nadelholz. Ja? Das riecht heute ganz intensiv. Feuchtes Nadelholz. Und so ein bisschen moosig alles. Wir machen schon wieder eine unserer berüchtigten Trinkpausen. Kinder hätten schon wieder Hunger, aber wir haben gesagt Trinkpause. Man kann ja nicht alle halbe Stunde ein Brot essen, oder? Also ich wäre da völlig fertig, wenn ich viel Brot essen würde. Obwohl ich könnte es auch. Das ist voll schön, wie der Weg jetzt hier über so einen Felsen an diesem Moorsee vorbeiführt. Schöne Lichtung, wie da Licht reinkommt, gell? Oh, das ist so herrlich ruhig und idyllisch. Die Luft ist perfekt von der Temperatur.
Die Wolken ziehen so schön da oben über den Himmel. Ganz schön. Kein Wunder, dass es schwierig war, den Wald abzuholzen. Und ein Glück, dass wir noch richtigen Urwald vorfinden. Es ist auch kein Wunder, dass die Landschaft hier als schützenswert angesehen wurde und der Staat 1983 20 Quadratkilometer zum Nationalpark ausersehen hat. Hier gibt es fast 30 Kilometer markierte Pfade. Unter anderem führt der Bergslagenwanderweg durch den Park. Hier also erwartet sie das Abenteuer. Tag und Nacht und das ganze Jahr über geöffnet. Alle, die vorsichtig sind, nichts liegen lassen oder aus der Natur mitnehmen und nichts zerstören, schützen und verwalten den Nationalpark auch für kommende Generationen. Also, willkommen in die Natur. Dick. Oh, viel dicker als bei uns. Ganz nass. Ja, also ich finde es auch Wahnsinn. Guckt euch mal diese Einkerbungen von der Rinde an. Das ist der Wahnsinn. Halt mal einen Finger irgendwo noch rein dazwischen. Oh, was das für Rinden sind an dem Baum. Da verschwindet schon mein halber Finger. Und wie auch schon im anderen Nationalpark, wie wir ausführlich gehört haben, gibt es hier wieder den Auerhahn, der größte wilde Hühnervogel Schwedens. Er fühlt sich in großen älteren Nadelwäldern wie hier in Tiveden wohl. Im März bis April tragen die Hähne heiße Kämpfe aus und balzt mit einem lauten Knappen und Schleifen. Auerhähne lieben Heidelbeeren und Kiefernadeln. So wie die Finja, die liebt auch Kiefernadeln. Wir fangen Wanderpfade an, wie Sie auf der Karte sehen können. Beachten Sie bitte, dass die Pfade viel auf- und abführen und schwer begehbar sind. Rechnen Sie mit doppelter Wanderzeit. Auf der Strecke gibt es viel zu entdecken. Einen Aussichtsberg, Felsenplatten mit Flechten überwachsen und uralten Fichten- und Kiefernwald. Nach Nordwesten hin gibt es einen Wanderpfad zu dem fantastischen Urwaldgebiet Steenkjella. Will man hier in dem alten Wald wandern, ist Steenkjella eine gute Wahl. Das Inlandeis hat die Bergspitzen poliert, aber auch große Felsblöcke abgebrochen. Gerade überlegt, wohin geht's denn zum Bergslachsläden? 300 Meter, ist das eine Aussichtsplattform oder irgend sowas? Aber das ist so ein, ja, in Anführungszeichen so eine Art Kungsläden, also so ein riesenlanger Wanderweg, der hier einmal von Nord nach Süd den kompletten Tiveden Nationalpark quert. Wo der anfängt, wo der endet, weiß ich gar nicht, aber ich habe es jetzt, wo ich es lese, also wo ich es doch kapiere sozusagen, schon mal irgendwo gehört. Also das ist einer von diesen größeren, richtig tollen, längeren Mehrtages-Wandertouren, der genau hier durchführt an der Stelle. Den kreuzen wir jetzt gerade sozusagen. Ja, wir haben so knapp die Hälfte hier und werden jetzt gleich ein richtiges Päuschen machen
an einer schönen Stelle. Hierher nach Tiveden kommen Touristen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn es damals noch keine Trolle gab, dann kamen sie mit den Touristen. Die ersten Wanderführer haben gerne von Zauberei und geheimnisvollen Wesen erzählt. Geschichten vom wilden Wald der Trolle waren genau richtig, um Stadtmenschen anzulocken. Ob Trolle oder nicht, wenn die Prachttaucher in einer nebligen Sommernacht vom Trehörningsschön herüberrufen, läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Sehen die knorrigen, jahrhundertealten Kiefern nicht wie Riesen im Wald aus? Noch dazu begleitet vom Ruf der Eulen in der Frühlingsnacht. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Also, da ist er, die berüchtigte Essenspause, mal wieder. Der Murphy verbringt die Pause mit einem kleinen Kneippbad und einer Schwimmrunde. Da sitzen zwei von uns. Und ja, hinter mir erkennt man es, glaube ich, auch. Da sitzen noch zwei. Hat sich hier jeder sein schönstes, gemütlichstes Plätzchen ausgesucht. Na? So kann man es doch aushalten hier mit dem Blick hier. Hier haben wir auch schon Barriere. Jetzt darüber. Über den Weg. Na, cool. Jetzt können wir warten hier. Ist er nicht süß, der kleine Puffy? Nein. Wir machen doch gerade eine Essenspause. Noch eine machen wir heute nicht mehr. Tage. Doch, heute Abend. Weil ich dachte, wir essen noch Abend. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. No limit to what we can do. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. Ich würde sagen, das ist hier eindeutig ein Highlight. Hier an der Stelle am Wasser lang zu laufen. Also richtig, richtig schön. Zwei Kinder an mir hängen. Das sieht man auf den Aufnahmen immer gar nicht. Oh nein, es sind drei.
Da sind drei, die an mir hängen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Auf. Weiter, weiter, weiter. Kleine, kleine Kinderchen. Ach Gott, das Wasser, das glitzert heute dermaßen schön. Also wenn man da durchguckt hier, das ist ein einziges Träumeglitzerwasserchen. Sehr schön. So, wir sind jetzt kurz vorm Ende am Metesjön Rastplatz sozusagen. Und ich sag jetzt doch mal ganz schnell hier was, wer in dem anderen Video das nicht gesehen hat oder mitgekriegt hat, zu den Routen. Also das Video, was wir schon mal gemacht haben zum Tiefen Nationalpark, wir stehen hier an diesem Eingang mit unserem Wohnmobil. Da steht man richtig gut, da hat man Platz mit Autos und Wohnmobil. Damals sind wir die rote Runde hier rumgelaufen. Die ist 4,6 Kilometer lang. Heute sind wir die blaue Runde, hier die sehr durch Wald- und Urwaldgebiet sozusagen geht und über Steine und dann schön an den Seen hier vorbeikommt, wie wir gerade gesehen haben. Da sind wir die 6,7 Kilometer am Ende, ist ein bisschen mehr, sind wir heute gelaufen. Man könnte jetzt noch die kleine Runde mit 2,2 Kilometer laufen oder welche ich irgendwann mal auch noch gerne gehen würde, ist die lilane hier, die führt nämlich komplett am See entlang mit 9,5 Kilometern. Wer möchte, kann aber auch mit dem Auto zu den anderen Eingängen hier fahren, zum Beispiel an der Stelle oder an der Stelle. Da muss man nur aufpassen, wenn man hier in den Park kommt, wo die Abzweigungen sind. Und da gibt es aber an den Stellen eigentlich nur diese orangene oder diese lilane. Oder an der Stelle, wenn man hier landet, dann die grüne oder die lilane. Deshalb finde ich die Ausgangsstelle, wo wir jetzt sind, auch am sinnvollsten, weil man hier hat man so ein bisschen wetterabhängig und lustabhängig die Auswahl zwischen rot, blau, gelb oder lila. Ja, so. Die letzten 10 Meter des Wanderwegs werden vollbracht. Die Wander-App zeigt 7,5 Kilometer bei uns an. Murphy, warte! Und wie immer findet ihr auch alles online auf unserer Homepage. Ich blende es hier vielleicht an der Stelle dann nochmal ein, wo unsere Homepage findet, aber wie gesagt, das dauert alles ein bisschen. Aber ich muss mal kurz anders einstellen hier. Das dauert alles
bis die ganzen Campingplätze, die ganzen Beschreibungen, die ganzen Wanderwege, bis ich das alles online auf der Homepage habe. Aber es kommt dann irgendwann rauf. Manche werden es vielleicht, bis das Video online kommt, sowieso entdeckt haben, dass wir auch, oder dass ich auch einen Mitgliederbereich eingerichtet habe auf der Homepage. Ich war mir dann auch nicht so sicher, ob ich das mache oder nicht. Es haben aber sich so viele beschwert, auch auf YouTube, dass dauernd irgendwie die Werbeeinblendungen kommen und sonst was irgendwie. Vielleicht gibt es ja welche von euch, die die Videos ohne Werbeeinblendung sehen wollen oder die es nervt, aber die müssen dann in diesem Videobereich auch, ich habe jetzt einfach mal 2 € angegeben, 2 € zahlen. Ob ich das, im Moment ist es monatlich eingestellt, dann kann man ja einmal nur die ganzen Videos gucken, dann kann man es wieder kündigen. Oder manche sehen es als Unterstützung für uns, dass die 2 € sozusagen dauerhaft laufen und auf jeden Fall, ihr könnt ja weiter auf YouTube gucken. Wir haben das einfach eingerichtet, weil wir uns noch nicht sicher sind, wie wir das in Zukunft machen mit, hier stehen nur deutsche Wohnmobile gerade hinter mir, aber ich will das mit dem Kennzeichen jetzt nicht drauf machen. Murphy, warte mal. Murphy, warte. Aber ja, das kostet einen Haufen Geld auf der Homepage jetzt auch, diesen Bereich da sozusagen freizuschalten, dass man da so viel Videos und so viel Stundenmaterial da hochladen kann. Das ist der eigentliche Aspekt, warum ich da jetzt das Geld verlange. Also könnt ihr euch vorstellen, mit den 2 € werde ich da jetzt nicht reich. Das sind ja, wenn das überhaupt welche von euch machen, wahrscheinlich nur ein paar. Und wie gesagt, nur die, die nicht auf Weiterklicken bei YouTube klicken wollen. Oder ich weiß noch nicht, wie wir es weitermachen. Die Kinder kommen jetzt im Alter, wo sich Caro und ich uns auch noch nicht sicher sind, wie wir das Ganze in Zukunft handhaben wollen. Ob wir da mal sozusagen auf YouTube die Kinder ein bisschen mehr rausnehmen oder nicht. Das ist alles so ein bisschen, ja, alles ein bisschen, ja, wir sind uns da noch ein bisschen unsicher. Deshalb haben wir mal angefangen, so in die Richtung zu gehen. Nur mal kurz dazu. Das war's hier vom Campingplatz Tiefenden, vom Nationalpark Tiefenden. Wir hoffen, der Tag, die Tage mit uns hier im Tiefenden in der Ecke hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt Spaß gehabt, uns zu begleiten. Bleibt gesund, macht's gut und wenn ihr wollt, könnt ihr uns weiter folgen auf unserem Kanal. Feel free on tour. Genau so ist es. Bis dahin, tschüssi, macht's gut.